Tja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wo bin ich da wieder gelandet? Eine mächtige Schwanzflosse? Haifisch? Nein, ist es nicht. Wal. Aber wer ist bloß das Herrchen dieses mächtigen Ungeheuers? Ah, da kommt schon der Besitzer dieses Haustierchens quasi. Ja, hallo, ich bin der Reinhard Winter. Ich bin Bildhauer und sitze im Bezirk. Und die Idee zum Eiswal, so heißt nämlich dieses Tierchen, war im ersten Lockdown, als in Venedig die Delfine wieder aufgetaucht sind, weil das Wasser so sauber war, weil keine Kreuzfahrtschiffe mehr unterwegs waren. Und jetzt habe ich mir gedacht, das lassen wir uns nicht gefallen, bei uns kommt einfach was Ordentliches. Und das ist der Wal. Geht der unten noch weiter? Man könnte es vermuten. Ich überlege auch, ob ich ihn irgendwann in der Nähe wieder auftauchen lasse. Auf der Straßenseite wäre es hin. Mal sehen. Gut, ich würde sagen, das ist ja nicht alles, was es hier bei dir zu sehen gibt. Dann lade ich euch ein auf einen kleinen Rundgang. Perfekt. Ja, hier blicke ich jetzt in Reinhards Werkstatt. Und jetzt die Frage, wozu brauchst du einen Gabelstapler? Naja, ich würde mal sagen, nachdem ich auch nicht jünger werde, kommt es mir vor, als ob jedes Jahr die Steine schwerer werden würden. Und deswegen ist der Stapler einfach einer der wichtigsten Mitarbeiter, weil ohne den läuft im Normalfall mit Stein gar nichts. Naja, also jetzt hast du ein bisschen übertrieben. Also diese Steinblöcke, die schaffst du schon noch selber zu heben. Ja, jeden einzeln. Das geht gerade noch. Ja, und hier sehen wir verschiedene Steine. Die weißlichen sind Alabaster. Das ist der Gipsstein aus der Toskana, der sich sehr schön bearbeiten lässt, weil er nicht so hart ist. Die gelblichen sind Sandstein aus dem Burgenland, aus St. Margarethen. Ganz altbewährtes Material. Einen Marmor sehe ich da noch. Und ganz hinten die beigen Steine sind der Kalkstein. Und der komische braune da vorne links? Das ist ein echtes Holz. Perfekt. Also du arbeitest mit prinzipiell allen Materialien? Mit den klassischen Bildhauermaterialien und mit eher langsamen Materialien wie Stein, also Naturstein, dann Gussmetall und Holz. Reinhard, eine Skulptur mit Kopfhörern, eine coole Geschichte. Naja, nachdem hier sehr viel auch mit Stein gearbeitet wird und diese Bearbeitung sehr laut ist, hat unser Sonnenanbeter sich die Kopfhörer aufgesetzt. Reinhard, was hat es mit dieser behüteten, wohlgeformten Dame auf sich? Naja, das wird meine kleine neue Venus. Und aber nicht aus Willendorf? Nicht aus Willendorf, das ist die Venus vom Winter. Und die ist so kräftig gebaut, dass sie die Menschheit wieder ein bisschen zu Sinnen beuteln soll. Das ist der Hintergrund. Naja, manches kann aus seinem Versteck auch herausgearbeitet werden. Das ist Speckstein, der hat Härte 2, ist also mit dem Fingernagel ritzbar, ist aber auch ein Vorteil, ist wunderbar polierbar. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier was aus Metall vor mir, oder? Ja, das kann man natürlich sehr leicht verwechseln. In Wirklichkeit sind das handmodellierte Gipsmodelle, die dann lackiert sind, so dass man sich besser vorstellen kann, wie das Objekt dann in Metall ausschauen wird. Und ich nehme mal an, mit diesen Dingen rückst du oder auch andere Leute dem Werkmaterial zu Leibe. Ja, das sind die klassischen Steinbildhauerwerkzeuge für Weichgesteine, das heißt bis Härte Sandstein. Oder weichere Marmore. Wenn es härtere Steine sind, dann nimmt man Werkzeuge mit Hartmetalleinsatz. Sonst sind die also einfach viel zu schnell abgenützt. Na bumm, ein Steinehaufen. Ist das der Rest von dem, was wir hier im Vordergrund sehen? Zumindest ein großer Teil davon. Und zwar wird das eine Skulptur aus Mannersdorfer Kalkstein aus dem Burgenland. Und da versuche ich mich aus dem Steininneren nach außen zu arbeiten. Also nicht im klassischen Sinn von außen nach innen zur Form, sondern eben von innen nach außen zur Form zu gelangen. Hier haben wir ein wunderschönes
Werkstück, Muschel würde ich mal sagen, aus Alabaster. Also der kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ja, das ist auch der kleine Sonnenanbeter von vorhin, nur diesmal in Betonguss, damit er fürs Freie geeignet ist. Ist das so ein bisschen die kleinere Schwester von der Walflosse, was ich da sehe? Es könnte fast ein Oktopusarm sein. Ist in Wirklichkeit aus Wachauer Marmor, aus dem Waldviertel. Hast du jetzt aus einem wunderschönen Kopf Drähte herauskommen lassen? Ja, die symbolisieren die Gedankenwelt eines Großteils der Menschheit in der aktuellen Zeit, wo keiner mehr weiß, was er denken soll, will oder kann. Oder darf. Deswegen ist es leicht verworren, die Gedankenwelt. Alles Schwan oder was? Oder doch nicht? Ganz knapp vorbei. Das ist eine Kobra, wo ich versucht habe, die weichen Formen einer Schlange ein bisschen in flächige und eckige Formen umzusetzen. Also ich sage mal, die Kobra hat gerade einen Schwan verputzt. Möglicherweise. Ja, wenn ich beim Reinhard Winter bin, dann brauche ich nicht nach Athen zu gehen, um eine Eule zu sehen. Nein, denn bei uns wachsen hier die Eulen aus dem Sandstein heraus. Und die Eule hat ca. 400 Kilo und ist auch aus einem Sandstein geschlagen. Ja, und wenn ich diese Sitzgarnitur sehe, dann glaube ich dir jetzt auch langsam aber sicher den Gabelstapler. Ja, wobei der Gabelstapler bei diesem Sofa leicht überfordert war, weil der Rohblock hatte 4 Tonnen und der Stapler hebt nur knappe 3 Tonnen. Das heißt, ich brauchte Unterstützung von einem Schwerlasttransport. Gewaltig. Jetzt sind nur mehr 2500 Kilo übergeblieben und ja, ist also durchaus Wohnzimmer geeignet. Wenn man ihn mit dem Gabelstapler dort hineinbringt. Und wenn ich da so auf das Schild daneben schaue, dann ist das ein besonderes Sofa, oder? Ja, das ist ein ganz besonderes, weil dafür durften wir den österreichischen Naturstein-Designpreis übernehmen im Vorjahr. Und das hat uns riesig gefreut, weil wir also da wirklich sehr viel Zeit und Herz hinein investiert haben in die Ausarbeitung. Ja, und bei Reinhard Winter im Skulpturengarten finde ich auch diesen Inka-Kopf. Also natürlich nicht original Inka, sondern von Reinhard in diesem Stile gefertigt. Auch aus Sandstein. Ja, und hier sehe ich nicht die Lady in Red, sondern die Lady without a Head. Die Skulptur ist aus Bronze, ist hohl und hat trotzdem ca. 120 Kilo. Der Sandstein oder ähnliches ist das mal garantiert nicht. Schaut sehr metallisch aus. Bronze ist es auf jeden Fall auch nicht. Nein, richtig. In diesem Fall ist diese Skulptur aus Aluminium gegossen. Und zwar habe ich da vorher eine Stützkonstruktion geschweißt aus Stahl. Danach aufmodelliert mit Gips auf diesen Stahl, dann das Ganze wieder zerschnitten und in Einzelteilen gegossen und danach die Aluminiumteile wieder zusammengeschweißt. Also da steckt eine Menge Arbeit drin. Kannst du mir das ungefähr in Stunden oder Wochen ausdrücken? Ja, also in Summe wirst du sicher einen knappen Monat beschäftigt sein mit so einem Projekt. Gewaltig. Idyllisches Plätschern und knapp davor sitzt doch glatt ein Buddha. Ja, und diesen lieben Buddha hat einer unserer Kursteilnehmer angefertigt. Mit allen Schwierigkeiten, die der Sandstein auch bieten kann, wie Koralleneinschlüsse, Muscheleinschlüsse und so weiter. Aber ist ihm wunderbar gelungen. Das heißt,
Hier werden auch Kurse angeboten. Richtig, alle 3 Monate bieten wir Wochenendkurse an für Steinbildhauerei. Wenn ich jetzt richtig feststelle, ist das hier eindeutig keine Skulptur. Nein, in diesem Fall ist das eine Steinzeichnung, so betitle ich diese Art der Arbeit. Und zwar die Platte ist ein schwarzer Granit, hochglanzpoliert. Und die Zeichnung habe ich mit einem Diamantbleistift hineingeritzt. Das heißt, das sind hunderte einzelne Stricheln, die polierte Oberfläche aufkratzen. Und je öfter sich diese Striche kreuzen, desto heller wird die Stelle dann dort. Also eine sehr spannende Arbeitstechnik, oder? Ist spannend, du kannst auch nicht radieren, ja. Weil jeder Strich ist natürlich für die Ewigkeit, aber ist wieder der Vorteil eben, es hält bis zur Ewigkeit. Und bei einmal verzeichnen, Platte wegschmeißen. Oder das Motiv ändern oder die Geschichte dazu. Dieser kräftige Mann kommt mir auch bekannt vor. Ja, da haben wir vorhin das Modell gesehen im Atelier und das eben aus Gips ist, das dann abgeformt wird und in Bronze gegossen und mit dem Stein dann kombiniert wird. Und das Motiv in diesem Fall ist ein Selbstbildnis vor über 35 Jahren, wo ich als Jungbildhauer damals noch einfach in den Stein hineingehen wollte, um die Skulpturen zu machen. Irgendwie ist das ein herrliches Ensemble. Gehören die drei tatsächlich zusammen? Nicht wirklich, weil die Tierfiguren stellen japanische Tempelwächter dar mit der Seelenkugel im Maul. Und das sind eben Tempelwächter, die diese Seelen bewachen. Deswegen schauen sie auch dermaßen grimmig. Und in der Mitte ist eine Studie aus Einzelbuchstaben geformt, eine Bronzestele sozusagen, die das Wort Sculpture ergibt. So, auf den ersten Blick ist das hier eine junge Frau, die mit einer Schlange kämpft. Doch wo hat die Dame ihren Kopf, Reinhard? Ja, also das Thema für diese Skulptur ist die ewige Versuchung, das Paradies, Frau, Schlange und so weiter. Das habe ich versucht, da in einer Skulptur sozusagen unterzubringen. Was einem Freizeitfußballtrainer hier sofort ins Auge sticht, ist der Bruno. Bruno, für alle, die sich mit Fußball nicht auskennen, ist eine Auszeichnung, die an Fußballer in Österreich vergeben wird, von der VDF, von der Vereinigung der Fußballer. Wie kommt der bitte zu dir hinein? Hast du auch Fußball gespielt? Also mit dem Ball bin ich sehr wenig begabt. Deswegen habe ich mich eher darauf verlegt, die Statue zu machen. Das Modell für diese Trophäe habe ich 2019 gestaltet. Und seit damals wird also die Bruno-Trophäe in dieser Form jedes Jahr verliehen. Tja, also für Nachwuchsfußballtrainer wird der Bruno ja leider nicht vergeben, sondern nur an die Profis. Und wir haben da auch einen gemeinsamen Bekannten. Vielleicht den Kärntner Zirkengast? Tatsächlich, ja. Tatsächlich? Ja. Also da, so sieht das Ding dann fertig aus. Ja, also das war das Modell aus Gips. Und das ist die große Arbeit, mal die Entwicklung, die Form auszuarbeiten, dann das Abformen und natürlich dann auch die Metallbearbeitung. Und jetzt mal zu erklären für die Leute, die sich so ähnlich wie ich mit Metallbearbeitung gar nicht auskennen. Du machst ein Gipsmodell, dann entsteht eine Gussform. Ist das richtig? Von diesem Gipsmodell mache ich dann eine Silikonabformung. Ja. Ja. Damit hat man in diesem Silikonmodell einen Hohlraum, ja, der mit Wachs ausgefüllt wird. Dieses Wachsmodell wird dann eingebettet in eine feuerfeste Masse und dann ausgeschmolzen, erhitzt und ausgeschmolzen. Und in diesen Hohlraum kommt dann die Bronze rein. Ja. Und das Ganze ist, das Metall ist flüssig bei ca. 1400 Grad. Das heißt, da geht es dann schon richtig zur Sache. Da geht es zur Sache, ja. Und der Haifisch, der hat Zähne, doch die Säge sieht man nicht. Ein bisschen aus der Art geschlagen, aber Säge ist gut. Wozu so eine große Säge rein hat? Ja, das ist eine Original-Sandsteinblocksäge aus der Ringstraßenzeit.
die ich hier bei Umbauarbeiten gefunden habe, weil am Gelände von meinem Atelier wird seit der Ringstraßenzeit mit Stein gearbeitet, das heißt so seit 1870, 1880 herum. Und das ist eine Säge, mit der man große, weiche Sandsteinblöcke geschnitten hat. Ja, und hinter jedem erfolgreichen Künstler steht natürlich auch eine erfolgreiche Frau, in diesem Fall sogar eine Künstlerin. Ja, ich mag gerne den Ausdruck, ich bin Reinhards Karyatide. Das ist für Fachleute, ist das die Tempel, die den Tempel hält sozusagen. Man kann es auch sagen, das Mädchen für alles. Und ich mache gern kleine Skulpturen, die modelliere ich in Ton und gieße dann in Aluminium oder Bronze. Und ich liebe es, mit Speckstein zu arbeiten. Ja, und was uns Nadja jetzt ganz kurz verschwiegen hat, sie kann auch hervorragend malen. Übrigens, diese Dinge kann man sich natürlich zu Hause fürs Wohnzimmer auch beim Reinhard Winter im Atheum abholen. Bisschen Kleingeld dazu und die Geschichte hat sich. Also dieses Stück hat irgendwie ganz besondere Formen. Ja, das ist eine Skulptur, die mir persönlich sehr viel bedeutet. Sie ist aus Carrara Marmor, der berühmte italienische Bildhauer Marmor. Und da habe ich versucht, die Gegensätze einzuarbeiten. Das heißt, kantig, würfelig, weich, fließend, die Oberflächen sind unterschiedlich. Also es sind mehrere Gegensätze in einer Skulptur verarbeitet. Und das hat mich also beim Arbeiten auch wirklich fasziniert, wie die Form sich herausentwickelt, ohne fixe Vorgabe. Und all meinen Zusehern darf ich jetzt zum Ende der heutigen Folge natürlich einen Besuch der Webseite www.atheum.at ans Herz legen. Und wenn ihr euch für das Thema Bildhauerei, sei es zum Anschauen wunderschöner Werke oder um es selber auszuprobieren interessiert, er ist der richtige Mann dafür. Reinhard Sommer, nein, Winter. Dann sage ich herzlichen Dank für deinen Besuch, kleiner Stadtstreicher. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Da bin ich mir sicher. Wunderbar.